Hallo Freunde der kleinen Bäume. Ja, heute steht mal wieder mein Urweltmammutbaum auf dem Tisch. Ihr wisst vielleicht, der mit dem Korkenzieher drinne. Ich blende euch hier mal ganz kurz so ein kleines Stück Video ein, was ich eigentlich schon vorbereitet hatte. Ja, und wieso sage ich eigentlich vorbereitet hatte, denn mir gefällt dieser Korkenzieher nicht mehr. Das ist vielleicht mal eine ganz tolle Idee gewesen, aber irgendwie ist das überhaupt nichts mehr, was irgendwie in die Richtung von einem Urwaldmammutbaum geht, wie er vielleicht in der Natur irgendwo zu finden ist, weil so einen Korkenzieher gibt es einfach nicht. Und deswegen habe ich mich entschieden, diesen Korkenzieher zu entfernen. So schnell kann es gehen. Aber ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, ich habe den natürlich nicht einfach so entfernt, sondern für das Teil gibt es einen Plan B und da hole ich euch jetzt mal ein kleines Stück näher ran. Ja, und bevor wir uns jetzt um das Stück von oben kümmern, schauen wir uns natürlich erstmal das Unterteil an. Das werden wir zuerst versorgen. Und wie man sieht, habe ich hier eigentlich richtig schön nach oben gewachsen. Diesen Austrieb, eventuell hat man den in einem vorigen Video schon mal gesehen, wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Und ja, ich habe mir gedacht, wenn das schon so super gerade hier weiter hoch wächst, muss ich ja das untere Teil nicht wegschmeißen, sondern ich kann jetzt hier direkt einen neuen Baum draus gestalten. Das heißt, ich werde jetzt hier vorsichtig noch die restliche überstehende alte Baumsubstanz entfernen. Dann wird das Ganze mit Wundpaste versorgt, dass das wieder gut zuwächst. So. Was meint er? Ich denke, das sieht ganz gut aus. Ich stelle euch mal noch mal kurz ein Stück zurück. So, jetzt habe ich aus meinem Experiment doch wieder einen ganz normalen Urwaldmammutbaum gemacht. Der muss nächstes Jahr definitiv umgetopft werden, weil der ganze Topf hier unten fühlt sich so an, als wäre der komplett durchgewurzelt. Das wird auch noch mal ganz spannend. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Mal gucken, ob ich da überhaupt noch Herr der Lage werde. Aber der kommt jetzt erstmal weg. Ich stelle den einfach mal hier zur Seite und ich würde sagen, wir kümmern uns um diesen Kandidaten. Ich habe hier so einen Tie-Pot über und wieso sage ich über? Da war vor kurzem noch meine Zeder drin. Für die Zeder hat es 12 geschlagen und deswegen habe ich gedacht, das wird sich doch ganz gut machen, wenn der Urwelt-Mammutbaum 2.0 hier reinkommt. Also, wir gucken jetzt mal ein bisschen genauer hier unten rein, dafür hole ich euch wieder ein Stück ran und dann kommt er hier in diesen Tie-Pot. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt so ganz gut erkennen hier. Wie man so schon sehen kann, hier sind auf jeden Fall mega lange Wurzeln drin. Ich werde als erstes mal den Kringel hier
entfernen. So, und jetzt werde ich das mal versuchen, mit einer Hand hier irgendwie aufzumachen. Ja, und nebenbei kann ich euch vielleicht verraten, das ist eine von 4 Abmoosungen, die ich dieses Jahr mache. Und man kann sagen, ja, ziemlich meine ersten 4 Abmoosungen. Und ich habe jetzt mal mit der angefangen, weil ich dachte, oder ich habe gehört, Urwaldmammutbäume abmoosen ist nicht ganz so kompliziert, weil die halt so gut wurzeln. Da habe ich gedacht, starte ich mal mit einem Erfolgserlebnis, dass wenn die anderen vielleicht nicht klappen, dass ich dann wenigstens mal einen geschafft habe. Ja, hier schon eine schöne Wurzel ist hier schon weg. Mal gucken, dass nicht noch mehr abreißen. Das lasse ich einfach mal alles vorsichtig dran. Man sieht, wir haben auf jeden Fall eine massive Kallusbildung. Und jetzt werde ich hier das alte Stück noch abschneiden. So. Jetzt kommt das hier auch mal zur Seite. Ich werde aber das Sphagnummoos gleich mitnehmen. Dadurch, dass ich jetzt nicht so ultra viele Wurzeln dran habe, wie ich eigentlich gehofft und gedacht habe. Damit ich einfach schön viel Feuchtigkeit hier drin habe. Das Ganze eben angießen und dann gucken wir uns das Ergebnis dieser Aktion noch mal gemeinsam an. So, das Oberteil vom Urwaldmammutbaum steht jetzt im Teipot von meiner alten Zeder oder ehemaligen Zeder. Und ja, es waren leider nicht ganz so viele Wurzeln dran, wie ich gehofft hatte. Aber ich weiß, wenn ich das hier unten gut feucht halte, zusammen mit dem Moos, sollte das eigentlich kein Problem sein, dass hier im Laufe der Zeit noch genug Wurzeln nachwachsen. Und ja, ein so ein Problem, was diese Urwaldmammutbäume haben, ist, dass sie eigentlich immer, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, auf der gleichen Höhe in beide Richtungen wachsen. Und ich habe gedacht, ich werde ihm jetzt sowieso ein bisschen was hier nehmen müssen, damit er mit der bisschen Wurzelmasse nicht alles hier oben versorgen muss. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal jeden Ast, wo ich wechsel- oder gleichseitig das habe, einen entfernen, sodass dann eigentlich nur noch halb so viele hier oben dran sind, die er versorgen muss. Und jetzt würde ich sagen, eine letzte Sache noch. Dadurch, dass der halt vorher in dem Korkenzieher war, ist auch die Spitze so ein bisschen zur Seite gewachsen. Ich hätte jetzt doch gern so ein bisschen gerader nach oben wieder. Deswegen werde ich hier einfach noch so ein bisschen Draht anbringen und versuchen,
dem damit wieder die richtige Richtung mitzugeben. Schauen wir mal, wie ich das hier am besten mache. Hier unten ist er ja schon ziemlich gerade. Perfekt, schnurgerade muss es ja auch nicht werden. Das wäre geschafft. Nicht mehr, nicht weniger. Und ja, hier drüben habe ich ja quasi noch die Mutterpflanze stehen. Die ist noch ein Stück höher. Ich denke, in der Höhe werde ich da auch irgendwas machen müssen. Aber jetzt dürfen beide erstmal wieder in Ruhe weiterwachsen, sich von dieser Aktion erholen. Und ja, ich würde sagen, das war mal ein kurzes Video, aber ein erfolgreiches. Und nächstes Jahr oder so gibt es dann garantiert mal ein Update zu diesen beiden Bäumchen. Ich würde sagen, besten Dank fürs Einschalten und Zusehen. Viel Spaß mit euren Bäumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sebastian.